Weil die irgendwie gesagt haben, wenn du bei Steam dein Geschlecht angegeben hast, dann bekommst du hier das andere. Echt? Von wegen Frauenquote oder so. Ja, wo kann man denn männlich und weiblich also Kannst du gar nicht angeben? einstellen, es wird vorgegeben. Ja, aber du bist doch nicht weiblich. Nö, darum bin ich hier weiblich. Weil ich bei Steam wohl gesagt habe, ich bin männlich. Oder keine Ahnung, woher die das wissen. Aber das ist die Idee. Aber du bist ja auch ein Typ. Also manche sind dann doch ein Typ. Keine Ahnung. Und es gibt Frauen, die sind Frauen. Habe ich auch schon gesehen. Also sehr strange. So. Die Idee war, kannst du nicht parken? Doch, der andere war schon so, meiner ist der ganz rechte. Okay. Ich finde, das sieht schon aus wie ein richtiger Parkplatz. Gut besuchte Gemeinde. So, die Idee hier von den Portalen ausgehend auf der Höhe eine Wand rauszuziehen, eine Wand vorzuziehen. Und zwar. Tja, aber wie? Ich kann hier keine weiteren Fundamente anbauen in irgendeiner Höhe. Sieht doof aus. Und vor allem muss ich runter. Denn ich muss den Leuten ja ermöglichen, von hier unten raufzukommen. Netzen, komm halt hier rauf, müssen hier ich anspringen. Klettern hoch, komm auf die Gabel. Hier rüber und dann entweder rein oder hoch. Alles klar, Bingo. Dazu muss diese schöne Treppe entfernt werden.
Schauen. Fundament, ne? Nee, Fundament dürfte nicht stören. Hier. Ja, das war jetzt klar. Kann ich den jetzt wieder weg noch? Den Terrain. Why?
ist schon cool. Später. Gut, komm also hier hoch. Ja, schöne Stelle. Hier geht's drunter durch. Jetzt hinbekommen. Nee, ne? Das ist doch läppisch. So. Moin Psyk. Fast 10 Minuten später ist doch eine gute Zeit, oder? Wie geht's dir? Ich hatte heute einen Kaldarium-Channel. Schilder, Messhals und noch irgendwas von der Gut. Ja, ne, so gefühlt. Hast du unseren Ausflug auf den Mars noch mitbekommen? Das war eigentlich ganz interessant. 2, 3 Wochen, ja. Ich baue ja gerade eine Monsterkirche, die kannst du auf jeden Fall noch nicht. Beim Channel bei dir aber Audio war bad. Wie meinst du jetzt hier im Discord? Das kann man einstellen, ne? Die Lautstärke. Ich bin ja tatsächlich, je später es wird, immer auch leiser. Das Mars Game, genau. Okay. Ja, war nicht so erfolgreich bisher. Da waren dann ganz schnell ein paar Leute auch am Server, die uns einfach über waren. Ich muss hier gerade mal überlegen. Das
hier wird jetzt der Vorbaueingang der Kirche. Also ich spiele weiter in Rust. Habe aber jetzt mal eine Kirche gebaut und das hier wird noch ein kleiner. Ja. Kleiner Turm davor. Und dann wird nämlich der Turm die Gabel. Genau. Also das Westwerk als in Gabelform. Genau. So ganz nebenbei teache ich hier auch ein bisschen romanische Baukunst. Weil das Gebäude halt eigentlich streng romanisch aufgebaut ist, ja. Eine Jump'n'Run-Kirche, habe ich das auch schon genannt. Den Netz oder die Netze hier nehme ich stellvertretend für Segel. So von der Optik her. Aua! Das war jetzt schlecht. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen Hanf anpflanzen. Das war scheiße. Ja, hier drin auch so ein bisschen eine Mischung aus Esche und Irrgarten und Piratenschiff-Deck. Mit ganz vielen, hier kann man klettern, rennen. Seite wieder runter oder hier rüber. Landet in der Werkstatt. Beziehungsweise in der Schatzkammer. Da sind die ganzen Schätze drin. Und befindet sich quasi hier in den Katakomben der Kirche. Große Nudelkocher, Ausrichtung nach Norden, Seitenportal, Querhaus. Hier erkennt man eigentlich schon ein bisschen so die Form des Ganzen, nämlich natürlich ein Kreuz. Hier links sieht man das Querhaus. Und das gibt es auf der anderen Seite auch nochmal. Und wenn man quasi von den Türmen da runter guckt, auf die Spitze, auf den Chor, dann erkennt man da zweifelsfrei die Form eines Kreuzes. Jetzt geht er sich ein Bier holen und ich mache hier voll die Geschichtsvorträge. Architekturvorträge.
Eigentlich muss das eigentlich dein sein, ja. Hier kommt noch ein dritter Automat hin. Aber dazu später. Bisschen Schwein und Pilz. Schloss muss noch dran. Ja, das hier sind also die, ist noch das Untergeschoss, die Katakomben. Ich hatte mit der Vierung begonnen zu bauen, also mit dem Kreuzmittelpunkt, und hatte erst in Richtung Norden gebaut, die Längsachse. Das war natürlich Quatsch. Dann habe ich das Ding halt nochmal rumgedreht rechtzeitig, aber dann ging hier der Berg so stark runter, dass das Fundament da unten gesetzt werden musste. Also 1, 2, 3, 4 Stockwerke unter dem eigentlichen Kirchenlevel. So, und entweder kann sich der Kandidat halt hier durchschlagen und irgendwann den Eingang finden, der allerdings hier grün leuchtet. Dann kommt er an einem der Wehrtürme raus und kommt in die Kirche. Hier kommt noch eine Empore hin. Das hier kommt noch alles weg. Rauf kommt man hier. Hier weg ist. So kommen wir hier nicht weit. Oh, die Lampe. Na, wenn das mal hinhaut. Das haut so nicht hin. Ich nehme hier ran, hau das eben weg.
Nee, jetzt, echt jetzt. Du zockst zurzeit City Skylines. Und damit wollte ich anfangen. Aber das ist online. Ich meine, das ist Single Mode, oder? Das neue SimCity sozusagen, wie es sein sollte. So ein bisschen habe ich das selber auch definiert, genau. Das neue SimCity. Halt heute. Mittelschiff nämlich endlich so wie es sein soll. Also hier das Mittelschiff, drei Joche, der Eingang, der halt bisher einfach eher ja, ins Leere führt, könnte man so sagen. Langhaus mit dem Mittelschiff, zwei Seitenschiffe, die sind hier drunter. Und hier ist ein bisschen abgetrennt, ne, die niedrigere Decke. Hier ist aktuell so mein kleines Planungsbüro. Satteldach mit einer eingeschobenen Wand. Hier kommt noch eine Empore hin. Da sitzt dann meist die Orgel oder sowas. Oder auch der Kaiser oder König. Der kann dann direkt runter gucken zur Messe vorne im Chor. Ja, das hier ist das Langhaus. Und jetzt kommt hier Kreuzung von den beiden Querhäusern, der Querachse mit der Längsachse. Teil 4 und 5 von SimCity waren ja nicht mehr so pralle. Die Karten waren deutlich kleiner geworden und generell waren die nicht mehr so toll. Die SimCity, was haben wir gesagt? City Skylines, das kann ziemlich komplex werden, ne? Aussicht auf den großen Nudelkocher, hier vom nördlichen Querhaus aus. Da gibt es dann noch einen Pilgerweg, der führt ganz rüber. SimCity 3000 war noch ganz cool. Statt Bänken haben wir hier Esstische. Na, denn das ist eine Monsterküche. Hier werden Spaghetti gegessen, Rum getrunken. Das südliche Querhaus ist noch so ein bisschen, da steht noch das Baugerüst, ganz viel davon. Hier ist da oben noch eine Ebene.
Die Lichter sind hier fertig. Gehen aber an und aus, wie sie wollen. Muss man kontrollieren, was da los ist. So. Probleme habe ich noch mit dem Chor hier. Vielleicht so ein bisschen eingeschoben. Hast du in City Skylines so ein bestimmtes Projekt vor? Willst du da irgendwas Bestimmtes bauen? Ich habe mir vorgestellt, ich mache einfach Multistream mit den Top 3. Und mich im vierten. Und dann gucke ich mal an, was die bauen und baue was dazu. Als wäre ich auf derselben Insel wie die. Kann man ja machen. Quasi so virtuell verknüpfen. Fake News nennt man das heute. Fake-Bezüge herstellen. Wenn ich hier an dem Bild male, dann nehme ich mir Bob Ross und noch irgendeinen Painter, der da vorgeschlagen wird. Dann mache ich mir mit denen einen Multistream. Ja. Warte, ein Zeug gesetzt. Geht drumherum. Und hier klettert man dann hoch. Wobei. Zurzeit habe ich eigentlich nur erstmal nur vor eine riesige Stadt zu mit Highway, Flughafen und allem drum und dran zu bauen. Mit Highway, Flughafen habe ich eine Mod installiert für extra große Karten und einen Mod für Unlimited Money. Sehr clever. Ich hätte gleich Lust, das gleich mal zu starten, aber ich wollte hier noch eben zwei, drei, komm, mach mal die Stunde noch voll und dann spiele ich mal City of Skylines an. Genau. Falls noch jemand an Dirt 3 interessiert ist, ich habe da so Angebote gesehen für Keys, wo man eben auch Keys findet, ganz legal, für 90 Cent. Dirt 3 von Codemasters. Das leider aus dem Verkehr gezogen wurde, das ich persönlich aber ganz gut. Immer raus, ne? Oh, Stein. Habe ich dich jetzt hier voll getextet? Ja, dann gute Nacht dir. Happy voll getextet. Redest du gerade die ganze Zeit mit mir? Nö, mit dem Zeig, der ist bei mir bei Binford. Ach so. Bei Eve. Und bis später mal, ne? Jo, viel Spaß dir.
Sieht aus wie in so einem Comic-Game gerade, ne? So ein bisschen. So, ich muss halt aufpassen, dass das Bild nicht zu sehr verdeckt wird. Eigentlich ist er schon verdeckt. Tür geht da nicht. Sicher, das Brett ginge nochmal hier. Du müsstest es aber wieder neu anmalen. Das ist ja jetzt noch nicht fertig. Okay, also die kommen hier hoch. Davor zwei Fässer mit Rum. Jetzt schmeißen wir die mal weg, die Propantanks, oder? Ich weiß nicht mal, ob man den drinnen aufstellen kann. Campfire. Was noch? Schon natürlich.
Sonne geht bald auf. So ist auf jeden Fall besser. Wieder so zwei, wie so zwei Augen. Man könnte die auch nebeneinander stellen. Komisch ist, die Sonne geht immer weiter südlich auf. Als gäbe es irgendwie Jahreszeiten oder so. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Lampen ausgehen. Ich glaube nicht. Das da vorne wird quasi die Kanzel. So, das ist natürlich dem Klerus vorbehalten. Das hier kann weg. Die Nummer ein Bild. Die
Die Sonne ging irgendwann mal hier links von der Mitte auf. Ja, und seitdem wandert sie immer weiter nach Süden. Natürlich ganz schön niedrig. Könnte man dann alle noch mal einen höher machen. Wobei, mal gucken. Das gibt's ja nicht. Ja, warum nicht? Hatte ich überlegt, so wie da oben, halt auch die Netze einzubauen mit Rahmen. Und dann sagt der Chef, glaube ich, wieso ist das so? Natürlich ein fantastischer Ausblick. Das ist auch ziemlich monströs eigentlich. Das Brett muss noch weg. Das ganze Ding noch weg. Und dann muss ich noch ganz nach da oben. Wie komme ich jetzt hier hoch? Hier lang. Okay. Hier lang. Da muss hier eine Treppe hin. Und dann geht es hier hoch. Das sollte dann schon reichen.
Ja, interessanterweise kriege ich hier kein Dach hin. Darum bleibt es einfach offen. Ist auch okay. Hier gerade versuchen ist, ich habe ja quasi hier links und rechts diese Säulen, an denen die Lampen hängen. Die Säulen sind hier oben befestigt, einmal auf der Seite und auf der Höhe hier auf der Seite. Also hier und hier. Und jetzt würde ich gerne hier in der Mitte des Daches auch nochmal so ein Ding runterkommen lassen. Noch mal Lampen hängen. Kann ich hinter mir eigentlich sofort wieder abbrechen? Ist richtig tief da unten. Aber keine Aussicht auch. Und da hinten ist noch so weit weg, dass es nicht vollständig gerendert wird. Kann man bei City Skylines auch eine eigene Wohnung haben? Ich mache das hier nicht eben fertig. Nur noch bis zum anderen Ende da. Geht gar nicht. Darf ich? Dann müssen wir doch da hoch. Oder runter, mal gucken. Da hat man. Das ist ja cool.
Städtebausimulation. Ist es nur wirklich? Ich dachte, man kann sich da mal aufs Sofa setzen, was im Fernsehen. So, ich cleverle, wie komme ich jetzt hier runter? Komme ich hier nicht mehr runter. So dämlich, das überlebe ich nicht. Kann versuchen, da in das Netz zu springen. Dann machen wir noch ein paar Screenshots. Kann ich hier gar nicht hinstellen. Ich glaube, es geht nur draußen. Schauen wir mal. City Skylines. So. Hier alles zu, Schlösser drauf. Hier ist kein Schloss drauf. Das ist das, was ich gerade auf Seite getan habe. Ne? Schilder muss ich noch machen. So, jetzt sind wir sicher.
Surviving Mars mit dieser Kolonie um Mars, so als Städtebausimulation, ja. Nö. Nicht mein Ding. Gibt noch so zwei, drei andere Mars. Ich spiele ja hier Red Faction auch noch. Oh Mars. Red Faction ist so ein Ding, das ist schon so First-Person-Shooter, ziemlich freie Welt. Im Sinne von, es ist wirklich alles kaputt zu schlagen. Du bist Bauingenieur und deine Hauptwaffe scheint irgendwie ein fetter Vorschlaghammer zu sein. Und damit musst du dann im Auftrag der Rebellen irgendwelche Sachen der Imperialen zerstören. Der Liga der Terraner oder so. Gut, Stunde 6 ist rum. Ich zieh mal rüber zu, was haben wir gesagt? City Skylines. Dann später weiter in der Kirche. Der Vorbau ist jetzt quasi eher unvollendet. Müssen wir dann noch dran arbeiten. Später. Ist ja noch früh. Also, bis gleich. In City Skylines. Binford Town.